Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Action-Video. Ja, ich habe ein paar Sachen gefunden und das möchte ich euch jetzt auf jeden Fall zeigen. Zum einen fangen wir damit ganz unspektakulär an, ist aber ganz praktisch. Zum Aufbewahren von Stickern habe ich mir das jetzt überlegt, weil ich bin ja gerade am Umsortieren in meinem Bastelzimmer. Der ein oder andere wird es vielleicht anhand der Perspektive schon allein erkennen, dass sich hier hinten einiges geändert hat. Und ja, da ist das auf jeden Fall ganz praktisch. Dementsprechend habe ich das mitgenommen. Dann habe ich für Harz einmal so ein Zweierset mitgenommen. Das eine habe ich vorher schon mal ganz kurz gebraucht, deswegen ist die Verpackung offen. Dann gab es diese Waage, die ist jetzt auch schon mal ausgepackt, weil ich vorher gleich gucken wollte, ob man da Batterien reinmachen muss oder nicht. Ja, funktioniert auf jeden Fall einwandfrei, habe ich schon ausprobiert. Dann gab es das heiß begehrte Teil, auf dem ja gerade so viele so scharf sind. Und ja, ich hatte echt Glück und habe es gefunden. Es war komplett versteckt, lag komplett woanders, wie man es eigentlich erwarten würde. Aber ja, jetzt habe ich es und desto mehr freue ich mich darüber. Werde ich natürlich auch auf jeden Fall mit euch ausprobieren. Dann habe ich das coole Teil hier gefunden zum Gravieren und ja, anscheinend auf Glas, Metall und so. Werde ich auf jeden Fall in einem Testvideo zusammen mit euch ausprobieren, was das Teil kann. Dann habe ich mir diese kleinen Schälchen hier mitgenommen. Fand ich eigentlich ganz hübsch und ich habe mir halt gedacht, wenn man die vielleicht ein bisschen anmalt oder so, dann kann man die eigentlich, ja, also kleine Döschen recht schön verwenden. Dann habe ich mir eine neue Unterlage, die ihr dann in Zukunft bei dem Video sehen werdet, gekauft. Die lege ich jetzt nur mal kurz zur Seite, weil sonst ist das ganze Bild zugeballert. Dann auch unspektakulär, werden die meisten wahrscheinlich kennen, sind diese Sortierboxen. Habe ich mir einfach mitgenommen, weil sie einfach wirklich praktisch sind. Stelle ich jetzt aber auch einfach mal nebenan, sonst haben wir das gleiche Problem wie mit der Matte. Und dann habe ich dieses Mega-Teil hier gefunden und da bin ich schon mega gespannt. Und ja, ihr seht, mit ein bisschen Folie ist schon dabei. Und da gab es ja die Folien schon mal einzeln in so kleinen Packeln, ne? Einzelne Rollen. Aber schaut mal, was ich noch gefunden habe, ihr Lieben. Muss mich ein bisschen platztechnisch noch orientieren. Mit dem neuen Platz hier. Dann habe ich diese Mega-Teile hier gefunden. Ich nehme es mal raus, dass man es richtig sieht. So, da sind das diese Folien, wo man für diesen Stift verwenden kann und ja, mit dem Stift werde ich auf jeden Fall ein Testvideo machen, was der Ganze denn taugt. Und ja, dann gab es dieses Set. Dann habe ich diese Farbkombination noch mitgenommen. Und diese hier. Ja, fand ich auf jeden Fall mega cool, die Farben. Und ja, ihr Lieben, heute mal ein kurzer Haul, weil ihr seht, ich habe jetzt nicht so viel gekauft, aber auf jeden Fall meiner Meinung nach ein paar sehr coole Teile. Und ja, das kann man sogar hinstellen, coole Sache. Ja, ne? Ja, ihr Lieben, wie gesagt, da kommt das Testvideo, das werde ich jetzt direkt im Anschluss drehen. Und ja, ihr Lieben. Wenn ihr noch was Neues entdeckt habt bei euch, dann könnt ihr mir das gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten freue ich mich natürlich über jeden einzelnen Kommentar von euch und natürlich auch über jeden Daumen nach oben. Und ja, wer den Channel noch nicht abonniert hat, kann das gerne hier unten rechts jetzt tun. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.